Was geht, liebe Leute? Hier ist der Chris von Frelzi. Es geht weiter mit dem VW T5 Ausbau, Camper Ausbau Woche 5. Wir haben jetzt die Verkleidung drin, die Dämmung drin, den Boden drin. Jetzt geht es ein bisschen an die Elektrik und ein bisschen an die Möbelgeschichte. Weiterhin werden wir den Dachträger wahrscheinlich draufsetzen, da auch das Solarpanel mit integrieren. Das ist so der Plan für diese Woche. Mal schauen, wie weit wir kommen, wie immer. Und ja, viel Spaß beim Zuschauen. Jetzt geht's weiter mit dem Dachträgerausbau. Wir sind hier zugange mit dem Dachträger. Und das ist der Dachträger von Küstenbully. Also so grob, wir haben uns dafür die diese Winkel gekauft. Die kann man bei ihm auf seiner Website bestellen. Ist jetzt einfach nur ein Hinweis, weil ich glaube, das ist ganz geil ist. Gibt dafür auch keine Kohle. Leider. Make it rain. Und da kommt jetzt auch noch dann hier, wie man sieht, das Solarpanel dazwischen. Dann setzen wir das Ganze hinten aufs Auto. Ab geht das. Jetzt schrauben wir gerade schon mal das Solarpanel aufs Dach. Und das machen wir mit so Nietensteine. Schrauben ziehen das Panel selber in sich selber fest. So ein bisschen die Technik hier. Wir lassen jetzt hier so die Lücke und können damit dann das, die Dachdurchführung dann einfach erreichen. Profis bei der Arbeit, fahren auch ohne Sitz. The mushy goes on the penis. Click. And the penis goes in the mushy. Ain't nobody got view for that. Are you out to click? It didn't click. It's no click, no fire. No, it clicked. Shit, son. Das sieht eigentlich gut aus. Now is the time. Boah, der war gerade richtig close am Fenster, Digga. Digga, soll ich dir was erzählen? Ich bin einmal richtig close an dem Auto hier vorbeigefahren mit meinem. Also. Richtig close. Wo Jenny nur meinte nachher so, weil ich bin dann so ausgestiegen, weil ich was holen wollte und ich guck so und die so, ja, das ist mir auch aufgefallen, wie du da so mit der Kurve gedreht hast. Also die Heckklappe geht ja jetzt auch noch auf, oder? Ja, mach doch mal. Keiner passt, Junge. Keiner passt hier. Ja? Oben alle noch flexibel, das heißt, wir bringen erstmal die Standfüße alle an. Leer, Alter, ich dachte, du hast ihn sauber gemacht. An den kam ich nicht ran. Ja, von vorne. Den dritten habe ich sauber gemacht. Digga, was ist das hier? Ja.
Ja, ich würde sagen, das hält hier. Nur noch die Frage, ob wir noch mit Terrassendielen das hier drauf bauen. Finde ich mich hier oben auf der Dachterrasse, potenziellen Dachterrasse. Also der Träger sitzt, eigentlich ganz gut gelaufen, würde ich sagen. Das Solarpanel muss ich jetzt noch austesten. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, ansonsten ist jetzt schon mal ein guter Fortschritt. Ja, hier mal ein bisschen zur Elektrik. Ich habe mir jetzt hier ein bisschen was gebastelt, wo ich mit den Komponenten, die ich in den T5 einbauen möchte, klarkomme. Jetzt habe ich hier auch schon mal den Sicherungsschalter vorbereitet, den ich dann hier vorne dran machen werde. Das ist der Solarladeregler und das ist eine Sicherungsbox oder Sicherheitshalter. Da werden die einzelnen Verbraucher angeschlossen und wenn hier eine Lampe leuchtet, weiß man, dass die Sicherung durch ist. Genau. Und hier habe ich noch so ein paar Löcher, dass man halt Zugang hat, dass man die Kabel hier durchlegen kann. Und das bereite ich jetzt separat vor und dann wird das nachher ins Auto eingebaut. Ich habe mich jetzt hier beim Victron Smart Solar Regler einfach daran orientiert, an der Batterie. Sprich, welche Größe passt zur Batterie. Und 15 Ampere laden, eine 50 Ampere Batterie. 60 Ampere, glaube ich. 60 Ampere Batterie. Das ist ja ungefähr ein Viertel. Man sagt so, mit 20% sollte man das maximal laden. Den setze ich jetzt hier so hin, dass hier die einen Kabel hin können und hier die anderen. Also habe ich überall ein Loch gemacht, dass man das dann einfach easy peasy dahinter verschwinden lassen kann. Also die Plus, die Minus-Dinger müssen jetzt passieren. Ich hatte erst überlegt, ob ich das halt irgendwie weiter in die Mitte setze, dass man die Minus-Kabel halt so, aber das ist dann irgendwie, dann sind die Plus-Kabel, also ist irgendwie glaubst du gesprungen. Und so nach rechts habe ich halt noch ein bisschen Platz und dann kann man das Minus-Kabel hier auch zur Batterie führen. Hier das Plus-Kabel zur Batterie führen. Ja, jetzt verbinde ich die beiden Platten einfach miteinander und falls ich jetzt nochmal große Änderungen machen würde an dem Ding, kann ich halt einfach die Platte abschrauben und habe keine Probleme. Versteht mich, weil natürlich immer dann, wenn ich irgendwas machen will, ist der Nachbar am Rasen mähen. Ich habe jetzt hier das schicke Teil, ich würde sagen, soweit fertig gebaut, dass man das jetzt hier reinsetzen kann. Ich bin ja schlau und mache die ganze Elektrik vorher, dass wenn ich jetzt das dann hier irgendwie so soll das dann da liegen, dass ich da nicht mal dran kann. Jetzt kann ich dann endlich mal irgendwann mit den Möbeln anfangen. Hier hast du noch einen Lüfter. Das ist die Standheizung. Kannst du dir nach was weiß ich, ein bisschen nach vorne oder nach oben oder nach hier hinten. Wo sitzt die Standheizung? Hier hinter. Ich habe jetzt hier was vorbereitet. Das soll die seitliche Verkleidung werden. Für den Kühlschrank. Und hier vorne rechts habe ich ja schon Teile der Elektrik und der Ausstrom von der Standheizung da vorne. Und jetzt versuche ich das alles mal so ein bisschen zusammenzufügen. Wäre, glaube ich, ein bisschen einfacher gewesen, hätte ich das alles draußen gebaut und dann drinnen zusammengefügt. Aber ich versuche jetzt mal mein Glück. Ja, hier habe ich mir das jetzt so gedacht, dass man die Standheizung läuft da am Kühlschrank vorbei und hier bleibt noch eine Lücke. Das Kabel muss ich noch ein bisschen verlegen. Hier kommt jetzt gleich so ein Gitter vor, dass wenn die Hitze hier hochkommt vom Kühlschrank, dass die abgehen kann. Und wenn die Standheizung, wenn das da Hitze abbekommt, ist ja egal, das ist ja eh, soll ja eh eine Heizung sein. Genau, jetzt werde ich die Platten verbinden. Da unten habe ich zur Verbindung, die ich dann befestigen kann. Das kann ich hier oben, wollte ich hier dran mit befestigen. Und das Ding kann ich tatsächlich auch dann hier noch ans Auto schrauben, dass der
halt auch nirgendwo weg kann. So sollte das alles dann passen. So, jetzt steht ungefähr das Kühlschrank-Küchenmodul hinter dem Fahrersitz, zumindest so weit. Großes Modul, wo man den Tisch hier ausziehen kann. Hier ist wunderbar viel Platz, lässt sich hervorragend drauf arbeiten. Na, jedenfalls zieht es auch wunderbar selber ein. Jetzt müssen wir an der Stelle noch schauen, ich will das ein bisschen höher bauen, noch ein bisschen Regalplatz schaffen, wie viel Platz wir dann auch haben, wenn wir den Sitz hier einbauen. Das geht jetzt weiter.